liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, wenn man Bäume nicht von Clematis Schlingpflanzen freischneidet, dann schaut das dabei heraus. Irgendwann überwuchert Clematis diesen kleinen Baum hier, das ist ein Ahorn gewesen, und der Stamm hier, ja, das seht ihr vielleicht hier, wird hinuntergebogen. Beim Freischneiden kommt es auf Folgendes an. Ich habe mir hier schon einen Eingang reingeschnitten und hier, wenn ihr schaut, hier sind dann die Kabeln, die in dem Baum nach oben wachsen, und wenn ich sie von unten gleich durchschneide, dann haben wir in der Krone das große Sterben, und ein, zwei Tage später kann man dann die Clematis rausziehen und der Baum ist dann relativ frei. Wie gesagt, das geht relativ schnell. Ich schneide da immer Meterstücke raus, dass die neuen Clematis-Pflanzen nicht nachwachsen können. Jeder hat halt so seine Technik. Wie gesagt, einen Einstieg schaffen und dann direkt zum Stamm vorgehen. Und so kann man in kürzester Zeit 4, 5, 6 Bäume freischneiden. Das geht ruckzuck.